Moin Moin und willkommen zurück hier. Ich bin der Schanzen und wir spielen Asgard Rust 2 weiter. Wir haben dieses hübsche Kätzchen hier bekommen. Die irgendwie nicht mit uns richtig reden will, keine Ahnung warum. Aber die haben wir bekommen. Und ja, haben ihr Vertrauen ja auch schon gewonnen. Wir können ein paar Sachen einsammeln. Sie wachsen die wieder nach, die Sachen irgendwann? Und man kann das alles wieder doppelt einsammeln? Nee. So, was machen wir jetzt? Was soll ich denn machen? Mit ihr. Sollen die irgendwie hier rauskommen? Kann sie uns helfen bei diesen grünen Dingern hier? Komm mit. Ja, ist halt. Hä? Guck mal. Halte B gedrückt. Wieder aus B. Ah, wie kann das machen? Guck mal. Das ist natürlich wieder cool, aber was bringt mir dieser Dings jetzt hier? Komme ich eigentlich nicht hoch? Und dann? Ich komme nicht da hoch. Was muss denn jetzt passieren jetzt? Was bringt das? Also hier bringt es ja jetzt gerade gar nichts. Hm. Das weiß ich, was das jetzt soll. Also hier bringt es jetzt gerade nichts. Oder? Nö. Gut. Aber wo müssen wir denn hin? Ist die Frage. Müssen wir jetzt wieder zurück hier? Wie komme ich zum Beispiel da hoch? Kann ich jetzt. Kann sie das auch hier? Nee, kann sie nicht. Ich habe euch nicht. Aha. Ich kann jetzt gerade hier nochmal so viel Thymian einsammeln. Warum auch immer. Was wir genau jetzt hier machen sollen, weiß ich leider nicht. Da oben ist eine Ziege. Seht ihr da oben? Kann ich jetzt die zeigen, hier oben die Ziege? Und dann macht sie die platt. Ihr braucht. Ja, geht hier irgendwo anders hin. Machen wir Gottheit. Er hat sie gekillt. Aber wo wir jetzt hier genau hin wollen. Ach so, warte, jetzt habe ich gesehen, okay. Wir müssen da nochmal durch. Da hinten ist auch so ein grüner Kultistein. Kommen wir da hin? Komm mit. Ich glaube, da können wir drüber. Na los, beeindruck mich. Okay, es ist nur eine Truhe. Aber immerhin. Mehr soll man hier, glaube ich, gar nicht machen. Aber sie kann uns die ganzen Steine sichtbar machen. Das ist natürlich sehr cool. Gut, wir machen mal kurz diesen Gottheit nochmal und gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir machen können. Oder ob wir hier einfach raus müssen. Kann ich den Stein hochheben, wenn sie den Kultistein gemacht hat? Geht das vielleicht? Warten, das testen wir mal. Komm mit. Wenn das geht, wäre natürlich ziemlich cool. Ich weiß das nicht, aber wir testen es mal. So, die andere Gottheit. Und jetzt können wir den Stein hochheben. Lasst mich runter! Sofort! Kann ich ihn auch hochheben? Ich werde euch kratzen, wenn ihr nicht loslasst. Aber kann sie denn nicht die Truhen da aufmachen? Oder kann sie jetzt, könnte sie jetzt theoretisch. Wenn sie da oben ist? Kann sie denn nicht das da bewegen? Anscheinend nicht. Ah, okay, da kann sie. Also sie kann nicht sowas. Doch, das kann sie doch auch, guck mal. Hierher und keinen Schritt weiter. Warum hier? Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz.
kann das nicht benutzen, okay. Aber kann sie die Truhe denn aufmachen vielleicht? Das kann sie auch nicht. Hä? Wofür ist sie denn. Angriff. Wofür ist sie denn nütze? Sie kann nicht mehr runterkommen, okay. Lasst los. Entschuldigung, darf man nicht fallen lassen. Ah, sie kommt runter. Okay, jetzt geht sie da. Ach, warte. Gab ja noch einen Weg hier hinten, ne? Den können wir ja noch ausbinden. Kann sie diesen Stein ja auch wegmachen. Jetzt haben wir ein bisschen Thymian ein hier. Jemand muss es ja tun. Perfekt. Haltet eure Ohren oben. Dort könnten Gefahren lauern. Hoppa. Kämpf! Ich habe endlich etwas Spaß. Okay. Nutzt den Vorteil. Ich sollte ehrlich gesagt nicht überrascht sein. Könnte ein bisschen Gebrauch. Oh. Trete zurück. Viel Leben weggenommen, das gar nicht gesehen ist. So. Kupfererz, okay. Steine, die sich durch die Schatten bewegen. Ich dachte, Vater hält mich zum Narren. Oh, hier liegt eine coole Truhe. Stein bewegen, wenn ihr aus Fleisch und Blut seid. Besteht, kann auch das Schattengeschaffene berühren. Woher wusstet ihr, dass ihr das könnt? Ich habe meine Herrin zu und dabei versehentlich ihren Edelstein weggeschoben. Sie ist auch ein bisschen lustig, ne? So, warte, wir können auf jeden Fall irgendwas auf unsere Waffe setzen, habe ich gerade gesehen. Da ist auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, was war das? War mal kurz das Inventar. Wir haben immer hier was bekommen. Noch so ein Wasserrelikt. Mehrere kann man aufeinander bestimmt nicht packen, oder? Das Gewöhnliche. Naja, wir können ja den darauf setzen. Ne, das geht nicht. Okay, geht nur auf die Schwerter. Oder auf die Hand. Ja, auch nicht. Na gut. Gucken, was noch so kommt. Können wir gerade nicht so viel mitmachen. Gehen wir mal hier weiter. So. Zack. Los geht's. Klettern, um auf einen kurzen Vorsprung zu springen. Okay, Subiras Inspiration macht die Gruppe vorübergehend unverwundbar gegenüber Angriffen, wodurch ihr in die Offensive gehen könnt, ohne euch um eure Gesundheit oder euren göttlichen Schutz zu sorgen. Das ist natürlich cool. Subiras Inspiration. Weicht ihn also lieber aus, ja, das wissen wir schon. Gucken wir mal da. So. Oh. Also, wir sammeln noch ein bisschen was ein hier. Aber ist nichts Cooles drin. Gut, da kommen wir auch nicht rein. Jetzt könnte ich sie doch auch. Reit hier. Greif zum Aufsteigen. Ein Sattel? Wurde diese wilde Katze etwa abgerichtet? Ah, zum Sprinten. Das ist natürlich cool. Gott, Alter, das macht richtig Laune hier durch die Wüste. Wie cool ist das denn? Würde man übers Land fliegen. Keine Kälte mehr. Aber was dumm ist natürlich, wenn ich laufe, kann ich ihn nicht steuern. So, Entschuldigung. Also wenn ich hier auf A drücke, wie soll ich denn steuern? Okay, sie kann auch so gesteuert werden. Okay.
An dem Lieblingsimbiss? Ah, vielleicht ist es nett. Wie kommt ihr dazu, mein Schiff zu durchsuchen? Die Antwort steckt in der Frage. So fern des Meeres. Ägypten stellt Kusch schon jetzt in den Schatten. Ihr kommt aus Kusch? Bilder zeigt mir ein Land voller Überfluss. Das ist sau schnell, das Viech. Das macht einfach mal Laune. Das war ein kleiner Snack. Komm, schnapp mir den Snack. Warum reist ihr mit einer Gottheit? Ich habe vor, einen Gott zu vernichten. Wenn sich mir jemand anschließen will, habe ich nichts dagegen. Ah, okay, da kann ich. Vorerst. Greift zum Abstieg. Wohin denn greifen? Ach, da. Jetzt geht ihr. Verdammt, Axt. Oh, jetzt hab ich. Oh, ich brenne, ich brenne. Brenne, ich brenne. Was ist es denn diesmal? Nein, ich brenne schon wieder. Oh, shit. Okay, das waren starke Gegner. Ich hätte sie wahrscheinlich gleich schon zu einer Kämpferin machen sollen. Und wir können schon wieder den Weg wieder laufen. Scheiße. Hier links. Also Sprint ist A drücken kurz, okay, weil sonst läuft man nur, okay. Jetzt kann man auch so laufen, okay, das geht. Das ist ja doch nicht so schlimm. Ist irgendwie. Es gibt so ein paar Geheimsachen, aber da kommen wir nicht hin, oder? Das Viech kann ja nicht hüpfen, ne? Also hochspringen, oder? Nö, geht nicht. Ist schon ganz cool darauf zu reiten, also ich find's fantastisch. Treibsand. Wie groß das hier ist, oder? So, wir reiten die hinten hier. Und dann holen wir sie gleich dazu zum Kämpfen. Damit es auch was bringt. Upsala. Kaum ein paar Reiter, aber egal. Lassen wir die mal. Ja, die sind schon wieder weg. Gut, da hinten wollen wir jetzt hin, dann wollen wir die auch angreifen da. Das ist schon echt cool. Ja, komm mit her. Müsst ihr das tun? Ich wollte ein Bad nehmen. Okay. Ja, wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Blöder Affe. Können wir löschen? Ja. Gegen Wasser bist du nicht immun. Oh. Ich fühle mich schon besser. Oh. Alter, bin echt mal stark. Aber das Wasserschwert war gut gegen die. Oh, ich muss das ganze Scheiß normal machen. Wo waren wir?
Mist. Noch einmal. Das ist hoffentlich der Mühe wert. Wie wäre es hier? Ja, komm her. Komm, los geht's. Also, eigentlich ist es. Gesprungen, wie tun wir das? Und da steht ein Kamel. Ihr dürft das. Das Kamel kann ich nicht verlassen, okay. Aber jetzt müssen wir nochmal gucken, also es ist machbar, glaube ich, das zu killen. Muss ein bisschen aufpassen. Ich darf halt nicht in Feuer geraten, das ist halt echt blöd. Mann, Mann, Mann. Dass man auch nicht speichern kann da irgendwo, das ist ein bisschen nervig. Das ist schon ganz schön weiter Weg. Warte mal. Ja, verdammt, na gut. Wo würdet ihr uns? Oh, na gut. Da bin ich. Schnapp dir ein. Als ob ihr fragen müsstet. Hört auf uns aus. Der nächste Hieb wird härter treffen. Ich will das jetzt nicht verschwenden. Ja, man merkt schon, ab und zu ruckelt das ganz gut. Also nicht, das ist nicht gut, aber es nervt auch, aber kann man glaube ich nicht ändern. Los, gebt an. Das war irgendwas Wichtiges drin, glaube ich. Was ist das für einer? Mal gucken. Inventar. Waffen, nur Windschaden. Rüstung, leichter Rüstungssturz. Rückstoß, deaktiviert Werfen und Geschosse. Was brauchen wir da gerade? Und das ist auch nicht zu verachten. Ja, können wir gerade nicht benutzen, leider. Aber behalten wir im Auge. Wer weiß, ob wir das nicht nochmal später nutzen können. Wir müssen auf jeden Fall noch diesen Handwerker finden da. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Na toll, du Affe. Kannst du das mal wegmachen hier? Unnützer Mensch, Freundin. Du bist unnütz. Du bist einfach nur mein Reittier, mein Schoßhündchen. Ja. Zack. Macht es euch nicht bequem. So, jetzt versuchen wir nochmal da durchzugehen. Wir müssen mal irgendwo noch mal einen Speicherpunkt finden, der dicht da dran ist. Keine Lust mehr so weit zu reiten. Das sollten wir aber finden, glaube ich. Neue Anomalie. Ein Riss im Gewebe der Zeit. Was ist das? Oh, shit. Titan. Dieser Riss in der Wirklichkeit stinkt nach Lokis Unheil. Bezwingt das Chaos an diesem Ort, Wächter Gottheit. Und meine Schwestern werden dafür sorgen, dass er geschlossen wird. Beeilt euch! Okay, ja, komm mit. Hier, du kannst angreifen, da drüben. Hier. Wurde aber auch Zeit. Muss ich sagen. Ah. Boah. Das ist kaputt. Das ist aber auch ganz schön Ruckelorgie ab und zu hier. Ui. Zurück zur Normalität. Nochmal alles ein hier. Ich bekomme nicht genug Aufmerksamkeit. War es das? Oder müssen wir noch irgendwas machen hier? Ich glaube, das war's. Boah, da hinten ist jetzt eine Truhe. Die war vorher nicht da. Dann holen wir uns die mal. Was mit einer Lippe? Normale Belohnung. Okay. Okay. Gar nicht so verkehrt. Guck mal, machen wir schon wieder zu.
was? So, spring runter. Du sollst reiten, du Affe. So. Heieiei, also zwischendurch ruckelt es ganz schön hier in der Wüste. Ich meine, das ist natürlich auch eine große Fläche. Aber das dürfte es eigentlich nicht, oder? Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Oh, das ist ein Speicherpunkt. Oder reiten wir kurz hin, der ist nicht ganz so weit weg. Und wir können direkt von da weitermachen. Das ist, glaube ich, einfacher, oder? Okay. Weiß nicht, wie sie das gebracht hat. Anscheinend nicht. Aber ich will nochmal gegen die antreten, da. Ich muss nur aufpassen, dass mich diese Feuerhainis nicht gleich schon treffen. Und ich muss das Wasserschwert nehmen. Hier rein. Ich brauche das nicht. Heb das für später. Mir geht's gut. Ich muss Wasser finden. Warum sehe ich dann etwas, das wie riesige Werkzeuge aussieht? Weil sie da sind. Aber warum? Unser Werkzeughain, die sein oder Handwerker, der hier ist, wahrscheinlich. Irgendwie. Lass mal hier reingehen. Mal gucken, was ist. Huch, hab ich verkehrt. Zumindest eine Truhe hier. Noch eine Truhe. Zu schnell wie der Spieler. Ich glaube, ab und zu hakt das so, weil das einfach zu langsam. Also ich bin einfach zu schnell. Der sieht aus wie so ein Hammer, den er auf den Kopf bekommen hat, ne? Seht ihr das? So. Und noch ein Trüchen. Nehmen wir auch mit. Komm, wir reiten hier weiter oder gehen hier weiter. Wollen wir reiten? Jetzt wollen wir reiten. Ich glaube, reiten ist super. Erinnert mich so ein bisschen an Battle Cat. Kennt ihr noch Battle Cat von He-Man? Genauso finde ich, sieht das aus. Was ist das für ein Wehklagen? Was auch immer das verursacht hat, es soll mir nicht widerfahren. Los, zu diesem ambossförmigen Felsen. Ambossförmig? Das ist ein Amboss-Waffe. Glaube ich. Kann ich die Dinger so einsammeln hier auch? Wo ist mein Dank? Das war Lauch. Ja, so richtig geil ist das nicht mit, also. Ich warte, wo ich immer warte. Noch ein schwerfälliger. Oh, ich hab nicht so ein Horn, hab ich nicht. Wo ich den Horn finde. War hier irgendwo ein Viech, wo man so ein Horn finden konnte? Okay, das geht nicht. Wir müssen dieses Horn haben. Ja, wir müssen das Horn suchen, warte mal. Wo kann das denn sein?
gefunden. Habe ich das ja nicht gerade eben hier. Und bei denen hat das auch keiner gehabt, oder? Oh nein, 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 das war dumm. Das war dumm. Ja, komm her, ich muss mit dir darüber reiten. Ja. Das ist mir recht. Im Moment. Kluger Scherzug. Hä? Alles hätte euch sucht, ne? Ich war kein längst so ein Hörnchen. Ich sollte mich mal dehnen. Der hat das auch nicht hier rumliegen bei sich, ne? Der von dem Hammer erschlagen wurde. Sieht nicht so aus. Habe ich irgendwas übersehen in einer von den Hütten hier? Lass mal gucken nochmal. Nee. Nee, auch nicht. Hier übers Wasser laufen? Geht das nicht? Kann ich schwimmen? Testen mal. Nur ein bisschen genau ins Wasser, okay. Da ist es schon. Okay. Hier ist auch ein bisschen. Oh. Schönes Viechel. So, hier ist auch irgendwas passiert bei ihr, ne? Da drüben ist eine Höhle, sollen wir uns die mal angucken? Komm mit. Siehst du da irgendwas? Das sieht aus wie eine kleine Höhle da, oder? Komm da rein. Wollen wir mal reingehen? Ja, ne? Komm her, Kätzchen. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir auch da hier so ein Ding mit. Okay, das brauchen wir nicht. 22 ist vielleicht ein bisschen zu stark. Ich glaube, sie kommt hinterher. Gebiet im verlassenes Heiligtum. Ich glaube, sie ist jetzt nicht gestorben. Aber ich denke nicht. Sie wird bestimmt gleich auftauchen. Gut, jetzt haben wir das Horn, dann können wir da durch. Und dann mal sehen, wo es weitergeht. Bin gespannt. Ist so ein bisschen abgefahren, das Ganze, ne? Komm mal her. Kätzchen. Dieses Mal. Geile Bewegung, das Viech, finde ich. Wie traurig. Nur zwei Füße. Aus dem ihr gekommen seid. So, nächstes Gebiet, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt. Ich möchte diesen Handwerker finden, weil der wird bestimmt uns irgendwie die Waffen verbessern können oder irgendwas sowas in die Richtung. Und das hoffe ich, dass wir das noch hinkriegen heute. Das wäre ganz cool. Euer Gürtel gibt euch Zugriff auf 5 einzigartige. Okay. Relikte und uralte Artefakte mit ätherischer Macht. So. Schauen wir uns das mal an. Hier sind überall Werkzeuge, seht ihr das? So keine riesigen, aber so kleine Werkzeuge sind das. Ja. Geh weg. Da ist noch ein Nissennest. Darum geht's auch weiter. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Die Power. Lass uns mal da runtergehen erstmal, oder? Wollen wir hier gleich ein Lager angreifen? Nee. Erstmal machen wir diesen Weg hier frei.
Kann wieder rüberlaufen? Ein kleiner Schluck. Ja, okay. Ich habe mich nach einem Kampf gesehen. Nein! Nein! Die machen das Gleiche. Geht ihr? Warte, hier lag irgendwo so ein Gegner daher. Ich mach das Lauch ein hier. Ah, hier. 12 Stangen Lauch sollen wir schaffen. Haben wir noch nicht, aber finden wir schon noch. Ja, Entschuldigung. Ich wollte hier nicht sitzen lassen. Hier ist noch so ein Hammer. Zeuge eines Gottes. Kluger Scherzug. Was ihr hört auf euch aus. Komm schon, kämpft mit mir. Das wird ein guter Kampf. Wenn ich euretwegen sterbe, trete zurück. Lebt schon nicht, aber ich habe ganz schön viel Leben verloren hier. Ehrlich. Na egal. Hier mal hoch und du machst mal das Ding da klar. Und das auch bitte. Zieht euer Ding. So, warte. Okay, achso. Kann ich den festhalten dabei? Anscheinend. Okay, dreh ich um. Okay. So, dann geht's da weiter. Komm her, ich will eine Reittier ausmachen. Ich habe einen Nick. Boah. Nervig, oder? Sehr gut. Ihr dürft das. Zugang zum Daigla Viadukt. Was immer das ist. Ihr schafft es. Ich nicht. So, oh, hier ist ein Lauch. Lauch nehmen wir auch mit. Komm, die Bären nehmen wir auch mit. Wenn wir hier sind. Lass mal wieder runter. Aber klar. Jetzt. Komm mit. Guck, ob es hier irgendwas gibt. Das ist ein Wasserfall zumindest. Hier ist überall schon mal viel Lauch. Hat er die als Wurfwaffe benutzt? Oh, was ist das hier? Eine Lilie oder sowas, ne? Lotusblüte. Ich weiß, was ihr braucht, aber ich werde meine Zunge üben. Ich habe euch. Macht euch bereit. Muss ich das? Mhm, das war mehr. Lustig.
benutzt, ich habe mich voll getroffen. Ihr habt Glück, dass ich hier war. Hier kurz hoch. Ich weiß, was da ist, aber es sieht wichtig aus. Ohne mich wäre es kein Problem. Stimmt wahrscheinlich, aber hier ist auf jeden Fall Lauch en masse. Und den letzten, ne? Ne, hier ist kein Lauch, Scheiße. Oh nein, das ist keine Höhle, sondern mit so mega starken Gegnern. Oh, das geht noch. Hm? Ach so, deswegen, okay. Warum rennt die weg? Uiuiui. Schon stärker hier. Hoch. Noch ein Truhe. Aber mehr gibt's hier gar nicht. Das war's. Hier ist noch kein Highlight. Na gut. War wahrscheinlich nur so ein kleines Höhlchen hier. Machen konnte. Das sollte nicht lange dauern. Pech gehabt, Fräulein. So, und raus hier. Okay, das ist nicht so unbedingt, dass ich erwartet habe. Ich habe irgendwie mehr erwartet, aber was soll's? Auch so. So, ein paar Getränke. Gut, auf jeden Fall können wir uns mit den Stärkungssachen mal stärken, bevor wir in den Kampf gehen. Wäre vielleicht auch mal was. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Darunter, okay. Da gibt es auch wieder ein... Na? So ein Kristall, der uns helfen kann. Ich brauche noch einen Lauch, dann habe ich schon die nächste Aufgabe erfüllt mit dem Lauch hier. Da ist irgendwie so ein fliegender Heini. Hier ist das Lauchstück. Will das jetzt nicht verschwenden. Ja, hab ich gehabt. Oh, noch einer. Seht nur, was ihr brachte. Bringt weiterhin, was ich wünsche, und ihr werdet es nicht bereuen. Nutzt den Vorteil. Recht gut. Gutes Team, ich und sie. Dumme Ziege. Boah. Okay, jetzt habe ich Lauch en masse hier, ne? Gut, Ruhe. Okay, da drüben ist irgendwas. Weiß nicht, ob wir da hinkommen. Wahrscheinlich. Ah,
Ach, da oben ist. Ach, Quatsch. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Ah, ihr schafft es nicht. Warte. Nee. Nein! So. Ich weiß nicht, was hier drüben soll, aber. Halt, die Bären nehmen wir noch mit. Weißt du, wir müssen ja irgendwann mal alles wieder bauen hier. Jetzt schnell hoch. Da runter hier. Kann man klettern. Wir gehen jetzt hier in eine Höhle rein. Mehr Monster. Greift an, solange ihr könnt. Hört auf euch aufzulösen. Oh. Okay, warte. Okay, das sieht man. Die Haut ist schneller und härter zu, als ich dachte. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss sie auch ein bisschen mehr einbeziehen, glaube ich. So, machen wir mal. Soll ich ausweichen? Hab ich gehört? Oh. Oh, komm schon. Bitte seid in Ordnung. Gute Arbeit. Leicht knapper Kampf. Alter Schwede. Kommen wir einen guten Schwitzen hier zwischendurch. Hat sich irgendwie gelohnt oder auch nicht. Na? Müssen wir raus hier? Boah. Ein bisschen hardcore alles gerade, weil da kommen wir auch hier runter, ne? So, wir hier runter. So. Und jetzt kommen wir her. Machen wir mal ein Tierchen. Los. Würde man über zu Bira. Warum hasst ihr das Wasser so? Ist das nicht offensichtlich? Nun, ihr seid zwar eine Katze, aber sollten Katzen nicht der Gefahr ins Gesicht lachen? Warum hassen Menschen das Sterben so? Das ist nicht dasselbe. Ja, man weiß nicht warum. Ihr wisst vielleicht nicht, große Gottheit, wen. Um die Sonnenscheibe wiederherzustellen, brauchen wir den Handwerker. Und um den zu finden, müssen wir allem trotzen, was vor uns liegt. Okay. Wasser mit Schimmelgeruch. Ich würde lieber nicht hineingehen. Ich wünschte, mein Vater könnte
das sehen. Er starb beim Aufstand gegen Sekhmets Armee. Ich sollte mich mal dehnen. Der nächste Hieb wird hart. Oh. Diesen Geschmack mochte ich noch nicht. Oh, fuck. Hat mich umgebracht? Mit einem Schlag? Oh, sie war Totenkopf. Okay. Ignoriert mich nicht. Komm her. Da gibt es auch rote Kristalle, sehe ich gerade. Was sind die denn wohl? Guck mal, hier sind noch eine Schlange, die müssen ein bisschen dran vorbei. Hier müssen wir leider auch vorbei. Nicht mehr? Oh, na gut. Gar nicht so schwer. Kurz mal rein. Also jetzt müssen wir langsam mal den Handwerker finden. Ich meine, wie lange wohnt er der im Arsch der Welt vielleicht? Wo hat er denn seinen Eingang geben von der Tür? Da, ich bin einmal auf dem rumgelaufen, wie der. Okay. Hatten wir bekommen. Gut. Wir müssen da rüber. Da wird der Gott wohnen, behaupte ich. Mann, das wüsste ich jetzt nicht, wo das sein kann. Hier liegen auf jeden Fall ganz viele typischen Sachen rum. Na, guck mal. Hier ist auf jeden Fall eine Anfangssequenz hier. Und wir gehen mal direkt hoch. Wie soll das denn gehen? Ach, warte. Komm zurück zu mir. Hier drüben. Ja. Brauchen wir nicht benutzen, wir haben volle Energie. Gut, dann gehen wir in die Oase des Leids. Betrete die Oase des Leids. Gucken wir gerade. Puha. Aber ich glaube, hier drin machen wir auch gleich eine kleine Pause. Denn das war jetzt schon ganz schön lang der Weg. Finde ich. Und es strengt auch an. Ich muss zugeben, also so cool VR auch ist, aber auf Dauer strengt es doch ein bisschen an. Das Problem ist nur, dass man einfach nicht aufhören kann. Macht ein bisschen wichtig auch. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein, gucken uns ein bisschen um. Okay.
Sollten wir uns zuerst um das Wehklagen oder das Erdbeben kümmern? Also, machen wir die Truhe auf hier und dann gucken, was Sache ist. Oh, hier geht's auch weiter, okay. Hm, sieht wie ein Ziel für meine Axt aus. Eine willkommene Gelegenheit, meinen Wurf anzunehmen. Ach so. Diese Schattensteine. Genau wie beim Schiffswrack. Könnte ein bisschen Gebrauch. Oh. Mist. Achso, jetzt müssen wir Steine wieder dahin. Lauf. Ohne mich werdet ihr verloren. So rum. Jetzt kann ich da hochgehen, okay. Mann, clevere kleine Rätsel sind das, muss ich zugeben. Und hier hoch. Mhm. Ja, hat auch bessere Zeiten gesehen. Kollege. Ihr schafft es. Ich nicht. Okay, wo ist jetzt mal die Truhe hier? Ziemlich cool. Coole kleine Rätsel. Schmecken Sie gut? Kostet meine Klinge. Wir werden es schnell machen. Rein da! Hört auf, euch aufzuladen. Oh. Eingefroren gewesen. Ah, okay. Das war auch ein dummer Angriff von mir. Aber ich würde sagen, genau deswegen machen wir jetzt auch eine Pause hier, weil man langsam durch ist. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.